Parlaments am letzten Mittwoch erst auf den Standort Darwinstraße hier bei uns auf der Mierendorfinsel gefallen. Das Bezirksamt hat es immer eingelöst, dass wenn es darum ging, eine Notunterkunft, eine Einrichtung oder wie in diesem Fall eine veritable neue Landesbehörde ans Netz zu nehmen, in Betrieb zu setzen, dass wir sehr zeitnah dafür gesorgt haben, dass es eine Information gegeben hat, sei es an einem Nachmittag oder wie heute an einem Abend, dass die Verantwortlichen Rede und Antwort stehen und dass Sie vorrangig, die Anwohnerinnen und Anwohner, die Nachbarschaft, informiert werden. Denn wir wissen auch, es gibt viele Fragen, es gibt teilweise Sorgen, mitunter auch Ängste. Und ganz meine persönliche Erfahrung ist, dass im unmittelbaren Gespräch, im direkten Kontakt, das eine oder andere nicht nur erstens beantwortet werden kann, sondern zweitens mitunter auch ausgeräumt werden konnte. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch für mich persönlich gewesen, dass wir so schnell wie möglich zu dieser Infoveranstaltung kommen, bevor unnötig möglicherweise Gerüchte oder gar Falschmeldungen ins Kraut schießen, Missverständnisse entstehen können. Und deswegen danke ich ausdrücklich, es war innerhalb von 48 Stunden, dass wir das verabredet haben Ende letzter Woche, dass wir noch in dieser Woche vor dem Feiertag heute hier beieinander sein können, dass die Expertinnen und Experten in der Tat hochkarätig, die den Planungsprozess vorangetrieben haben und zu verantworten haben, heute hier mit dabei sind. Und vor allem auch nochmals auch von meiner Seite aus Dank an die offene Tür,